Einen schönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich hatte eine echt lange Zeit keinen Bock darauf, Videos aufzunehmen, aber zum Glück habe ich genug aufgenommen. Dank der von Pura gewonnenen Daten wurde Urbosas Mission ein voller Erfolg. Für Zelda und die anderen bestand nun kein Zweifel mehr daran, welche Macht den Shika-Türmen innewohnte. Ja, zum Glück habe ich genug aufgenommen, dass das erstmal eine Zeit gereicht hat. Jetzt ist gestern, glaube ich, kein Video gekommen. Vielleicht auch doch, ich weiß nicht. Doch, gestern ist noch ein Video gekommen, aber davor ein paar Tage nicht oder zwei Tage irgendwie so. Aber jetzt bin ich hier, um das wieder zu ändern. Die Mission unter Einsatz von Varna Boris hatte einen direkten Weg ins Versteck der Jägerbande eröffnet. Diese einmalige Gelegenheit nutzend, gingen die Recken in die Offensive und griffen unverzüglich an. Ja, Mann, da habe ich auch schon richtig Bock drauf, das Jägerversteck anzugreifen. Habe ich, glaube ich, im letzten Part schon gesagt, dass ich das richtig sick finde. Dass ich mich da schon extrem drauf freue. Und das war auch so der Grund, weswegen ich mal wieder Bock auf das Spiel hatte. Einfach nur wegen der Mission. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt hier sitzen würde und einen Part aufnehmen würde, wenn eine andere Mission als nächstes anstehen würde. Also bin ich einfach froh, dass das hier die Mission ist, die wir jetzt machen müssen. Und hier kriege ich keinen Damage von, oder was? Huh. Ja, okay. Sind vielleicht nur... Obwohl Steine wohl eher nicht. Das muss schon eher so Kohle sein, weil... Oder halt Holz generell irgendwie so. Also entweder Steinkohle oder halt Holz. Oder Holzkohle. Weil wenn da Steine wären, da könnte man nicht mal ebenso drüber laufen, wenn die glühend rot sind. Ha! Dem habe ich richtig gut ausgewichen. Dem Angriff. Nice. Also ich habe es noch drauf. Auch nach einer Woche ist es, glaube ich, jetzt gewesen, habe ich es immer noch drauf. Was schön zu sehen ist. Minikarte öffnen. Ah, okay. Muss man anscheinend... Muss man anscheinend machen. Oder ist sehr hilfreich. Hier ist ein rotes X. Jetzt da kein rotes X mehr? Hä? Oder waren die Gegner einfach gerade in einem X angeordnet, zufällig? Oh ja, es kann sein. Ich dachte... Ja, okay. Ich dachte, ein X würde immer einen Schatz markieren. Was dann auch erklären würde, warum ich ziemlich viele Schätze nicht gefunden habe. Oh, nein. Ach, fuck, das war Stasis. Schon bei der Handbewegung, bei der Bewegung des Fingers dachte ich mir, oh nee, das ist der falsche Knopf. Aber was soll's. Brauchen jetzt auch nicht jedes Event richtig machen. Wir werden ihn auch so down bekommen. Ja. Gar nicht mal so schwer. Kriegen wir hin. Jo. Aber ich dachte halt, wie gesagt, dass man die Schätze erkennen kann. Okay, habe ich dich gerettet? Wo habe ich dich gerettet? Naja, was soll's. Wir müssen anscheinend jetzt zwangsläufig hier die Viecher besiegen, ehe sich das Tor öffnet. Den großen haben wir schon mal. Reicht das?
Reicht das direkt? Jo. Das reicht, alles klar. Ey, jetzt war... Holy shit. Okay, das war einfach nur unlucky. Ich dachte, wir könnten da gar nicht lang, aber nee, war einfach nur unlucky gerade. Was wollte ich sagen? Fuck, sorry Leute, ich wollte wieder irgendwas sagen und hab den Satz nicht beendet. Ja, genau, mit den Schätzen, wo ich gerade diese Gegner wieder da sehe, die sich als X formiert haben. Hätte ja sein können, dass man die Schätze nur auf der Minimap sehen kann. Und dass man halt Hinweise bekommt, wo die Schätze sind. Hätte ich cool gefunden. Ist aber anscheinend nicht so. Naja, was soll's. Nein. Was zum Teufel? Er hat mich noch... Er hat mich noch nicht mal getroffen. Aua. Ja. Ja. Man kann gar nicht so schnell reagieren. Ich habe nichts hinbekommen im Kampf gegen den. Zum Glück war es kein starker Gegner. Sondern irgendwie so ein größerer Gegner einfach nur. Aber wenn das ein starker Gegner gewesen wäre, irgendwie, keine Ahnung, super. Oder, ach fuck. Oder der Meister Koga selbst. Das wäre shit gewesen. Oh, ein Krog. Cool. Ja, die Krogs, die, ach fuck ey, die werde ich auf Cam suchen. Das ist zwar eine nice kleine... Wie viele fucking Fallen wollen hier denn noch sein? Das ist zwar eine kleine, nice Extraaufgabe, die man mal eben so machen kann, so zwischendurch, wenn man sich gerade langweilt und nichts Besseres zu tun hat halt. Dann kann man da so ein bisschen suchen oder generell halt um den Level nochmal zu spielen und da irgendwie noch was zu haben, was man dann nochmal noch als Extraaufgabe machen kann. Nicht, dass man das einfach nur so spielen muss, man nochmal neu spielen muss, ohne dass es da irgendwie was Neues gibt. Aber fürs Let's Play ist es halt nicht so spannend. Moment mal, hätte ich daher gemusst. Ja. Zum Glück ist sie da positioniert. Sonst. Nein, 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 nein. Hört auf. Hört auf, hört auf, hört auf. Zum Glück ist sie da positioniert, sonst hätte ich da jetzt mit Link nochmal hinlaufen müssen. Ich glaube, das hätte mich echt hart angekotzt. What? Was war das denn? Ja, das ist nice. Warum habe ich diese Attacke noch nie zuvor gesehen? Ich glaube, ich habe den starken Angriff noch nie wirklich gemacht von Impa. Ja, komm. Machen wir hier mal das Ding mit den Symbolen. Damit wir uns... Ja, damit wir unsere komplette Stärke hier entfalten können. Der ist zu schnell, der Typ. Der ist zu schnell. Ah, komm, ich klapp dir das Ding in hier rein. Hau ab. Hier ist alles gezeichnet.
Nice. Eine Speerin wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Okay. Können wir da einfach so hin oder ist hier wieder der Weg versperrt? Ja, hier sind auf jeden Fall wieder Fallen. Da muss ich zumindest diesmal ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass ich da einfach wieder dumm reinrenne. So ein Idiot. Oh, Moment. Ich aktiviere am besten mal die Minimap. Und hier ist ein Krog. Ja, easy. War ja direkt auf dem Weg. Kann man, denke ich mal, nicht wirklich übersehen. Außer es gibt hier noch einen anderen Weg. So wie ich das jetzt gesehen habe, war das der einzige. Ich meine, die anderen waren alle versperrt. Ich habe hier schon wieder beide Balken voll. Was zum Teufel? Liegt das daran, dass die... die Waffe so extrem krass ist? Gibt die so einen fetten Bonus? Ja, komm, du bist doch fast down. Ja, komm, reicht jetzt. Hau ab. Der Anführer scheint weiter hinten zu sein, aber ich weiß nicht, wie man dorthin kommt. Keine Sorge, du hast schon sehr geholfen. Aber was machen wir nun? Ja, das ist eine gute Frage, Urbosa. Ich würde gerne wissen, wo ich hin muss. Eine Kameradin wurde von mir gefangen und eingesperrt. Könntet ihr sie retten? Klar, warum nicht? Wir machen doch gerne jeden Scheiß, kümmern uns um jeden Dreck. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, ne? Was? Da hat sich jemand gut in Schwierigkeiten gebracht. Es hat sich gerade angehört, als hätte die Fresse halten gesagt. Was zum Teufel? Ja, Link ist wieder OP. Und down. Ja, Tor ist offen. Alles klar, let's go. Ich dachte gerade, diese scheiß Falle wird jetzt schon wieder zuschnappen. Irgendwann reicht es nämlich auch. Aber hier sind auf jeden Fall Spikes. Das sieht man. Das sieht man eindeutig. Das ist sehr offensichtlich. Das kann man fast nicht übersehen. Wo müssen wir denn her? Da. Ja, ich glaube, die können wir ignorieren, die Viecher. Also die kleinen Typen da können wir ignorieren. Ich denke, wenn uns der Weg versperrt wird, sind die Gegner, die damit zu tun haben, direkt davor. Ja. Ja, komm. Machen mal zur Ausnahme. Machen wir einen starken Angriff. Was? Wodurch hat er denn jetzt Feuerschaden erlitten? Aua. Drecksack. Hau ab. Okay. Da unten müssen wir lang. Oh, Moment. Das nehme ich aber noch mit. Wir haben einen Boomerang bekommen. Ja, da würde ich mich im klassischen Zelda drüber freuen. Aber hier ist es dann doch eher weniger wert, das Ding. Reiß dich zusammen. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Ich habe eine Geheimtür nebst Schlüssel entdeckt. Dann haben sie mich erwischt. Okay. Ach komm, ey. Ach, ist er hier? Ah, okay. Das ist der Kerkermeister. Wir sollten ihn sofort ausschalten. Ja, der hätte dann aber noch einen Reskin bekommen können, oder nicht? Eine Custom-Textur. Und einen anderen Namen vor allem. Also, das ist ja wohl das Mindeste. Bisschen billig, aber was soll's. Endlich, wir haben den Schlüssel. Nun geht's für uns wieder einen Schritt weiter. Jawohl. Was machen wir eigentlich?
Die Geheimtür befindet sich. Ja. Da. Okay. Alles klar. Wurden wir jetzt hier hingeportet oder? Ja. Okay, nice. Und hier ist super. Hier ist für euch Schluss. Ich kann euer Eindringen nicht weiter dulden. Ich kann dein Gesicht nicht weiter dulden, mein Freund. Ich wollte gerade Stasis machen, aber der ganze Kram war noch auf Cooldown. Nein. Hör auf mit dem Quatsch. Zum Teufel. Mann. Also ich hoffe, das hört man gerade nicht im Video. Aber diese hässliche Amazon-Box quatscht wieder irgendeinen Scheiß. Mann, es juckt mich gar nicht, ob die eine scheiß Verbindung zum Internet hat. Sei doch einfach ruhig, was soll das? Dass die einfach so losquatscht, ohne dass ich die angesprochen habe. Was soll das denn? Und ich werde die Spezialattacken noch machen, keine Sorge. Nur ich wollte erstmal hier alles rausholen, weil wir sind halt auf 3 3/4 Herzen. Und da wollte ich einfach erstmal, naja, wie gesagt, das Maximum rausholen. Alles klar, okay. Bin ich etwa ins Hintertreffen geraten? Ich muss mich auf meinen Gegenschlag vorbereiten. Ja. Dann mach das mal. Ich glaube, du bist einfach nur ein Lappen. Der sich cool fühlt, weil er Schoßhündchen von irgend so ein Schwerverbrecher ist. Ekelhaft, solche Leute. Und noch ein Krog. Nice. Kenne ich auch so ein paar im Real Life. Oder hab ich gekannt, zum Glück. Also nicht gekannt von wegen Kumpel oder so, sondern also Leute in der Gegend, die so ein bisschen spackig im Kopf waren. Von denen ich mich zum Glück immer so gut es geht ferngehalten habe. Kann ich auch nur jedem raten. Also wenn euch Leute ein bisschen komisch vorkommen, dann hat das schon einen Grund. Da braucht ihr die dann auch nicht cool finden, weil das irgendwer anders tut. Mann, Koga, halt doch's Maul. Ich bin gerade am Reden. Geht auch vor allem um solche Trends, wo es mir gerade einfällt. Wenn euch irgendwas sketchy vorkommt, dann lasst es sein. Lasst es einfach sein. Man muss nicht immer bei jedem Scheiß mitmachen. Ja, können wir jetzt auch mal kämpfen, oder wird hier nur die ganze Zeit rumgeschrien, wie so ein Spast? Ah, Metall, 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 Metall. Hallo? Jeet. Ich weiß aber nicht, ob wir es hinkriegen werden. Also es wird auf jeden Fall extrem schwierig. Und das Stasis war gut. Das Stasis war gut, hat aber leider nicht gereicht. Nein. Na, was machst du, Link? Du Vollidiot. Ja, jetzt haben wir da... Nein. Okay. Waren keine krassen Attacken. Was ist das? Was ist das? Okay, die Attacken sind echt billig. Da sind die von... Super schon
stärker und... Als ob das jetzt nicht gezählt hat. Okay, da muss man sich anscheinend echt beeilen. Damit man das Stasis... trifft oder dass es wirkt. Aber man kann natürlich auch einfach ein bisschen vorsichtiger spielen. Moment mal, hat er mehrere Phasen? Das kann natürlich auch sein, warum er gerade so lappig wirkt. Okay, ich mach mal hier... Ich baller mal für ihn hier die Zauberstäbe raus. Hau doch ab, Link! Was? Meister Koga. Ich werde euch beistehen, Koga. Halt's Maul. Ich hab dich gerade schon weggemacht. Nee, nix da. Du bleibst erstmal eine Runde hier, mein Freund. Ist mir egal, ob der Typ zurückgekehrt ist. Ich mache jetzt erstmal den kalt. So, weg mit dir. Trifft ihn das jetzt überhaupt oder hat er sich jetzt weggeportet? Nee, es trifft ihn, alles klar. Ah, du Drecksack. So. Und direkt das hinterher. Da ist Koga down. Da kann dieser hässliche Super auch nichts mehr machen. Was? In diesem Fall ist es Zeit für die Überliefer. Was? Irgendwas mit weglaufen. Ja, ganz witzig. Ich musste Super gar nicht mehr fighten. Zum Glück habe ich ihn ignoriert. Und einfach einfach weiter auf Koga draufgekloppt. Okay, was machen wir hier? Ich glaube, ich hau erstmal alles weg, was hier keine Boosts hat. 4%, das ist schon krass. Ja, komm, die verrosteten Dinger, da habe ich keinen Bock, meine Zeit mit zu verschwenden. Starke Angriffe, Spezialangriff. Ja, Angriffsgeschwindigkeit kann auch weg. Weg mit den Dingern. Und... Oh, plus 6% Spezialangriffsleisten, Regeneration für... wie heißt der? Revali. Nice. Können wir auf jeden Fall noch fett kombinieren. Zwischenfall kann man nicht mehr hinwegsehen. Genau. Sehr. Alles ist Schicksal. Selbst diese Niederlage. Ja, Pech gehabt, ne? Und wolltet ihr unsere Vereinbarung lösen? Hättet ihr damit die Verheerung Ganon selbst zum Feind? So ist's fein. Um unser großes Ziel zu erreichen, ist die Jägerbande unabdingbar. Und die Wiederkehr der Verheerung ist ein Ziel, das alle Mühen wert ist, nicht wahr? Ja, schon. Irgendwie nicht. Nee. Diese Shika-Türme. Ziemlich praktisch. Früher oder später kloppen wir euch kaputt. Absolut. Allerdings, das Allerbeste kommt erst noch. Teleportation. Kranker Scheiß. Naja, im Moment können noch nicht viele Leute transportiert werden. Und auch nicht zu besonders vielen Orten.
Hätte ich gerne so im Real Life, Alter. Ich verlasse mich auf euch, Pura. Ja. Ja, aber mit Teleportation, da habe ich mich schon ein bisschen mit befasst. Habe ich schon ein bisschen was drüber nachgeschaut. Hört sich so an, als wäre es irgendwie ein Hobby oder so. Nee, nee. Was mitbekommen. Ich glaube, das ist besser ausgedrückt. Ich habe da schon ein bisschen was mitbekommen. Dass das gehen würde. Aber wahrscheinlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Sondern eher so, dass man geklont wird und dass das Original nicht mehr existiert. Das heißt, man stirbt einfach und nur für Außenstehende sieht es sonst aus, als wäre man teleportiert worden. Ja, eine weitere Möglichkeit wäre allerdings auch durch, wie nennt man die, nicht schwarze Löcher, Wurmlöcher, ist das so der offizielle Begriff, der nicht lächerlich ist oder nicht falsch, der richtig ist? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall durch Biegung des Raumes, dass man... Ah, okay. Nice. Dass der Raum so gebogen wird, dass... Ja, kriegen wir ja nicht. Außer wir können die noch kurz kaufen. Moment, da muss ich aber kurz nachschauen. Dass der Raum so gebogen wird, dass man... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin auch kein Physiker oder so ein Shit. Ich kann sich das, denke ich mal, ungefähr so wie ein Blatt Papier vorstellen, was man halt einmal knickt, wo man dann vom einen zum anderen Ende auch nur noch einen Millimeter Entfernung hat, anstatt wenn es flach auf dem Boden liegt oder auf dem Tisch liegt. So kann man sich das auch ungefähr vorstellen. Darum wird halt so gebogen, dass man eine viel kürzere Strecke hinlegen muss. Jo. Aber genug von der Physik-Exkursion. Erstmal ein bisschen wieder zurück zum Spiel. Und vor allem... Also nicht wirklich zum Spiel, sondern eher zur Planung, was wir als nächstes machen. Also erstmal werden wir auf jeden Fall hier die Dinger fertig kriegen. Was ist das? Zwei Gerichte oder was? Plätze für gekochte Gerichte, ja. Okay. Na gut, dann ist es, glaube ich, klar, was wir als nächstes machen werden. Dieses hier. Einfach nur, weil es uns gerade angeboten wird von dem kleinen Roboter. Aber das werden wir nicht jetzt machen, sondern im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Oh. Pyromagus-Bankett. Wir kämpfen nur gegen Pyromagi. Nice. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.